Hallo und herzlich willkommen zur 59. Ausgabe von Ollis Radioshow hier auf O1, Ihrem Regionalsender für Oldenburg und umzu. Heute geht's um Big Brother und jede Menge Cocktails. Freuen Sie sich auf 55 unterhaltsame Minuten. Mein Name ist Oliver Rosenthal und ich bin verantwortlich für diese Sendung. Big Brother is watching you. Man kann es auch anders formulieren. Wenn Kurt Felix ausnahmsweise unschuldig ist, dann könnte Google dahinter stecken. Google fährt momentan quer durch Oldenburg und fotografiert Straßen und Häuser. Nicole de Bruyn hat die Oldenburger gefragt, was sie darüber denken, dass möglicherweise ihr Haus nun bald weltweit im Internet bewundert werden kann. Ja, man müsste natürlich wissen, aus welchem Grund Google das macht, aber generell finde ich das schon ganz gut, weil ich es auch selber oft nutze, zu welchen Zwecken auch immer. Aber wie gesagt, man müsste schon wissen, mit welchen Vorhaben die das machen. Ich finde das nicht so gut, da die Privatsphäre der Menschen ja schon ein bisschen dadurch gestört wird. Ich finde das eigentlich nur positiv, da kann man im Internet mehr Informationen bei Google nachschlagen und hat deswegen viel mehr Möglichkeiten, sich zu informieren über verschiedene Städte in Oldenburg, Deutschland, alles Mögliche kann man da nachschlagen, das ist perfekt. Ich denke mal, die Privatsphäre, die geht dahin. Es ist alles öffentlich, also alles sichtbar, von oben, jetzt auch von der Seite. Hat Vorteile, hat Nachteile, aber ich stehe da nicht zu. Ich finde das nicht gut. Von mir aus könnte das abgeschafft werden. Ich muss ehrlich gestehen, ich finde es etwas befremdend. Andererseits muss ich auch gestehen, dass ich dieses Programm per Google auch manchmal schon genutzt habe, um mir Häuser anzugucken, und dafür fand ich es dann sehr nützlich. Das ist natürlich für die einen Leute ein ganz schöner Eingriff in die Privatsphäre, vor allem wenn man weiß, wer da wohnt. Andererseits, wenn es jetzt mein Haus wäre, würde es mich nicht weiter irgendwie kratzen. Google fotografiert Oldenburg, eine Umfrage von Nicole de Bruyn für Ollis Radioshow. Ollis Radioshow, zweimal im Monat hier bei Oldenburg 1. Ollis Radioshow, schalten Sie ein, dann schalten Sie ab.